Ich hätte nichts dagegen. Und sie ist... Wohin soll ich jetzt? Gibt's denn nicht irgendwo einen... Erst wenn Michael Stone gibt... Einen Strand, warte denn... Also ein... gut. Oder geh ich's hin? Moment. Nein. Das war verschwendet. Wohin soll ich jetzt? Nicht. Diese Woche darf er nicht öffnen. Mit dem Kater? Ich hätte nichts da... Und... Also... Also gut. Wohin soll ich... Mit Leer... Erst... Hab dort aber nicht heute... Also gut. Wohin soll ich... In eine Bar? Also gut. Also gut, dann versuchen wir das irgendwie anders. Der hat einen besseren Riecher als der gemeine Cephalotus monsteralis. Der Ups. So rum. Hey, Tobi. Danke für deine Hilfe vorhin, Kumpel. Na komm, rein mit dir. Die machen wohl nach der Party sauber. Außerdem könnte Willy da sein und wenn er mich zum Essen und... Ich hänge. Oh nee. Ach komm. Ach, das war doch scheiße jetzt. Aufregend. Ja, echt. Puh, wenn ich mir große Mühe gebe. Ein dreifacher Schotsteg mit zwei doppelten Schlägen. Okay. Kannst du den? Anscheinend nicht. Mit der bloßen Hand, du Genie. Na, wir haben ja eine Kralle. Keine Ahnung, warum ich es will, aber wenn man in meinem Viertel aufwächst, stellen sich solche Fragen nicht. Ah, und weißt du was? Weißt du, wofür du es brauchst? Es ist ungefähr 3 Meter lang. Ja, sieht man, fällt auch fast nicht auf, dass der Gürtel irgendwie länger aussieht als ein Arbeitsstick. Passt, das ist ungefähr 3 Meter. Ist richtig. Ich hasse Piratenfilme. Ist so. Ist so. Nein, Piratenschiffe entere ich nicht. Och, komm schon. Oh, Schild. Heute keine Fahrten. Ah, die Fähre zum Studio rüber. Ah. Man könnte sie abwischen. Man muss es aber nicht. Man muss es aber nicht. Okay. Zur Yacht könnten wir jetzt laufen, aber dann sagt er mir bestimmt, njat, 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 keine Fahrt. Njat, njat, njat. Die Möwe selbst fliegt, tut. Zugesperrt. Überraschung! Hallo, ihr da drinnen! Jemand an Bord? Tja, wer will schon darauf? So. Ups. Willys Monsterfabrik. Was finden die Leute bloß daran? Monster. Da habe ich nichts verloren. Ich will aber noch dahin, auf jeden Fall. Willy hat das alles von null aufgebaut. Er hat es sich verdient. Ja, also da möchte ich auf jeden Fall noch hin. In dem fliegt Willy zu Festivals und anderen Filmterminen. Da habe ich nicht zu weit weg. Zu weit weg. Okay, ab in die Villa, ab in das Lager, ab in das Lager. Und jetzt wird's hoffentlich spannend. Hält das, wenn ich es befestige? Ja. Was ist hier los? Das nehme ich auf. Lass uns Albert aber verstecken. Im Sarkophag? Genau. So gewinnen wir Zeit. Verschwinden wir sonst. Das sollten Sie lieber lassen. Ihre Unsichtbarkeitstricks sind gegen mich wirkungslos, Ihr materieller Mann. Sie und die schöne Miss Allaire werden von meinen Bediensteten zu ihren neuen Zimmern begleitet. Ich begleite mich allein. Chloroform. Halten Sie sich etwa für besser als ein... Jetzt, wo er wusste, was Liz zugestoßen war... Würde Damsey nur mit Hilfe von Big Alberts Hinweisen aufspüren können.
Der Sarkophag? Fragte Edgar. Den haben sie zum Tempel der ewigen Illusion gebracht. Nein, jetzt habe ich ein Riesenproblem, keuchte Dan entsetzt. Der Tempel der ewigen Illusion. Die Kommandozentrale der als hohe Priesterin Kromha bekannten Illusionistin war eine uneinnehmbare Festung. Jedes Stäubchen, das dort hineinkam, wurde gefilmt, gescannt und untersucht. Der Scanner registrierte jegliche Gehirntätigkeit. Und das Tempelinnere war voller Todesfallen, denen noch nie ein Mensch entronnen war. Das Match wurde härter und härter, aber Dan war schon so weit gekommen. Außerdem hatten sich seine Gefühle für Liz verstärkt. Diese Dummbratze. Bloß wegen der hänge ich schon wieder in den Seilen. Hoffentlich hat sie meine Eintrittskarten nicht verloren. Ach, schön. Das Spiel ist toll. Oh, wie er uns anguckt. Schön. Ja. Ich will gerne eigentlich... Das Diktaphon ist runtergefallen, während Liz sich gegen den Entführer gewehrt hat. Überraschung. Da unten gibt es nichts weiter, was mich interessiert. Ja, dann würden wir wohl zu diesem Tempel müssen, der sich ja dann wohl... Hallo? Der sich dann wohl am Bootssteg... Mann, sie haben es ja aufgekriegt. Alles zusammenzubauen, dann kann ich auch auszuprobieren. Nein, das darfst du nicht machen. Ich werde doch sowieso sterben. Aber ich finde das äußerst verwerflich. Was wird denn dann aus Poesie, Schönheit, Einheit und Harmonie? Das ist völlig unwirtschaftlich. Ich will aber da rein. Da gibt es keine Diskussion. Du passt da nicht rein. Nicht rein, nicht rein. Ich, der Poet, passt nicht rein. Lass ihn laufen. Na los, komm rein. Hey, Dan Murray. Kein geringerer. Und du, alter Brummer? Was für ein Typ. Professor Fly, stets zu Diensten. Sag mal, was hat denn der Blödmann da draußen? Der Poet? Ich soll ihm eine individualisierte Teleporterkabine basteln. Tele was nochmal? Oh, ein Laie. Komm, ich zeige sie dir. Hab ich wohl einen dummen Charakter genommen. Zwei Kabinen. In eine von ihnen fliegt das ängstliche Versuchsentchen. Oh. Und in der anderen erscheint es blitzschnell wieder. Oh. Klingt das gut? Dan erfasste das unglaubliche Potenzial der großartigen Erfindung hinsichtlich seines Vorhabens. Und so erklärte er es Professor Fly. Hm, nicht übel. Hast du ein Versuchskaninchen, alter Brummer? Außerdem Entchen, meine ich. Hoffentlich. Der Poet würde gerne, aber da gibt es keine Diskussion. Jetzt hast du eins. Kann losgehen. Das wäre verwerflich. Der Teleporter ist in der letzten Testphase. Rein rechnerisch ist er tödlich. Mit dem Tod ist zu rechnen. Vor allem für die Leber. Deshalb nehme ich nur Freiwillige, die drei Bedingungen erfüllen. Erstens, sagte Fly, musst du für die Gesellschaft ganz und gar entbehrlich sein. Zweitens... Deine Lebenserwartung muss weniger als ein Jahr, 2 Monate, 9 Tage und 37 Minuten betragen. Drittens, du musst meinen psychologischen Test bestehen, der einen hochgradigen Sittenverfall nachweist. Okay, machen den Test mit dem Sittenverfall. Mit mir. Wetten, ich übertreffe deine besten Ergebnisse? Na dann los. Das sind 4 sinnlose Kleckse. Was siehst du da? Gleichgültigkeit, ein Brand im Stadion der Freaks, war vor 3 Jahren eine schöne Blume. Was war das Sittenverdings, ne? Eine schöne Blume. Das ist gar nichts. Nicht mal moralisch verwerflich. Tut mir leid. Probier's nochmal, wenn du wirklich durch bist. Okay. Meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Ganz sicher? Das lässt sich nämlich wissenschaftlich belegen. Siehst du das Gerät in der Ecke? Besser als du. Meine Augen sind nicht geschwollen. Ist das ein Typ? Aber du hast recht. Ohne meine rote Brille sehe ich schlechter. Hab sie gestern verloren.
Also, der Apparat ist ein Lebensanzeiger. Er misst anhand der Atempartikel die verbleibende Lebensspanne des Testsubjekts. Wie lange noch, bis man den Löffel abgibt? Stimmt's? Eindeutig positiv. Positiv, eindeutig. Okay. Was muss ich also tun, um als gesellschaftlich entbehrlich zu gelten? Keine Diskussion. Du arbeitest beim Quill. Du bist ein genialer Sportreporter. Verrat mir doch mehr über den Poeten. Ups. Ist er wirklich so blöd? Naja, der Poet des Schmerzes ist eigenartig. Eigenartig? Eigenartig? Oh. Ja, eigenartig. Inwiefern eigenartig? Auf eigenartige Weise. Ich verstehe. Sehr eigenartig. So lala, eigenartig. Ah. Also nur eigenartig. Yep, einfach nur eigenartig. Genauso eigenartig wie... Warum darf der Poet nicht ein Versuchskaninchen sein? Das ist leider wissenschaftlich unmöglich, weil er nicht in meine Teleporterkabine passt. Es ist unwirtschaftlich, weil die Baukosten für eine Kabine seiner Größe unabsehbar sind. Und es ist moralisch verwerflich, weil wir hier über einen der größten Dichter unserer Zeit reden. Genauso eigenartig wie unser Gespräch. Stimmt, unser Gespräch ist schon eigenartig. Führt unser eigenartiges Gespräch irgendwo hin? Eigentlich nicht, aber du bist so beharrlich, dass ich dich allmählich für eigenartig halte. Eigenartig? Ich? Du, eigenartig. Ich? Eigenartig? Eigenartig, du. Ich? War denn der Poet nicht der Eigenartige? Naja, der Poet des Schmerzes ist... Eigenartig. Eigenartig. Ja, eigenartig. Fängst du jetzt wieder von vorne an? Inwiefern ja, eigenartig? Auf eigenartige Weise. Ja, okay. Heißt er wirklich so? Poet? Der Poet des Schmerzes. Er hat schon 3 Gedichtbände zum Thema veröffentlicht. Leider fängt er an, sich zu wiederholen. Hatte er es schon immer mit Gedichten? Früher war er Filmkenner. Da er ziemlich schmerztolerant ist, hat er alles bis zum Umkippen ausprobiert. Er hat sich vernachlässigt. Am allerbesten war, dass er seinen Freunden von seinen Versuchsschmerzen berichtete. Das tat er so poetisch, dass jemand vorschlug, das musst du unbedingt aufschreiben. Ich verstehe. Sehr eigenartig. Warum will er unbedingt Versuchskaninchen spielen? Meine Teleporterkabinen sind in der letzten Testphase. Sie sind noch ziemlich gefährlich für die Freiwilligen. Der Poet betrachtet sie als neue, aufregende Form des Schmerzes und... aufregend neu.